中の小中選手、どうぞ入場してください。まずい、フラッパー出ましたぞ。おい、オラたちの宇宙で一番危険だろ。オラ楽しみにしてたんだ。Oh, es gibt sogar ein Bild von Monaka in diesem Spiel. So konnte man kein Model einfach kreieren. Ein 3D-Model, das wäre so lustig, wenn man Monaka spielen könnte. Wenn man nichts kann, außer Zeit schinden. Ja, können wir bitte ein bisschen schneller diesmal wieder zum Ende kommen, weil das ist ja selber Problem wie vorhin nicht. Ah, ja. Weißt du, ich gebe ihm hier die ganze Zeit auf die Fresse, das interessiert nur einfach keinen. Weil er halt jetzt keinen Schein mehr kassieren kann einfach. Das ist echt scheiße gemacht, muss man einfach mal sagen. So, Son Goku greift jetzt ein. Los. Wow, danke schön. Wow, danke schön. Erstmal geht's gegen alle. Boah, ist das ein Scheißdreck. Ich bin gleich wieder tot. Wochenende. Aua. Boah. Dieser Zeitsprung, ne? Das ist echt eine geniale Sache. Auch die Erklärung, wie der funktioniert. Das ist echt nicht schlecht. Mich aber wundern, wenn Toriyama bei solchen Erklärungen, bei solchen Storyversuchen wie in Future Trunks Arc bzw. im Black Goku Arc keine Hilfe gehabt hätte. Beziehungsweise, dass ich die Story selbst ausgedacht habe. Also, das wird mich schon. Nicht, dass ich mir irgendwas unterstellen möchte, aber. Boah, langsam nervt's echt. Okay, der Kampf ist echt schon ein bisschen fordernd. Wenn er das Spiel eine Weile lang nicht mehr gespielt hat. Das eigentlich Nervige ist halt eigentlich nur, dass ich mich, dass man halt immer warten muss, bis die Story an sich beschließt weiterzugehen, bevor ich einen Charakter weiter schaden kann oder komplett erledigen kann. So, diese Szene haben wir jetzt auch schon gesehen. Ah ja, stimmt. Wir wurden auch gebrochen, unsere Verteidigung quasi. So, Plan ist, ich erledige mich jetzt ganz schnell von den beiden Herren hier. Kaba und Frost. Der Plan sollte auch hoffentlich aufgehen. Ein Wochenende, ein schönes wünsche ich euch dann schon mal. Oh, Kaba noch übrig, aber der hat noch volles Leben. Boah. Das finde ich schon ziemlich nervig. Der war ehrlich gesagt nerviger als Frost. Genau aus diesem Grund. Ja, es reicht, es reicht, es reicht. Ich will jetzt nicht schon wieder drauf gehen gegen dich, Kaba. Och mein Gott.
Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh. Was ne Scheiße. Ja, okay, Kaba hat jetzt echt einen Buff, weil er ist Super Saiyajin. Aber vorhin war er echt einfach zu gehen, muss man schon sagen. Boah. Oh, immerhin hat die Höllenspirale ihn getroffen. Ist mir jetzt auch egal, 20 Kajoten. Boom. Na, also, ja, natürlich. Das ist realistisch. Oh ja, natürlich. Oh, immer noch nicht ganz echt. Natürlich nicht getroffen. Ich krieg die Krätze. Alter. Alter. Alter Kaba. Und Energie. Nein, 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 Energie Z, Energie Z, Energie Z, Energie Z, Energie Z. Das bin ich doch echt im Arsch. Ich bin auch so im Arsch. Das gibt es nicht. Nein. Okay, ich könnte es schaffen. Könnte. Es sieht ziemlich gut aus. Ja. Oh, Gott sei Dank. Sorry, das. Geschafft. B. Naja, gut. Die Kammer mit Lehm, ich finde, ich wurde zu schlecht bewertet, aber ist nur meine Meinung. Muss ich nicht unbedingt mit der Meinung aller decken. Wow. してるんだ。破壊された犬か。また君か。なんだ。どういうつもりだ。その子はスケットじゃなくてライブパートのホールに夢中でして。ああ、なるほど。そういうことでしたか。 任務完了しましたので、もう帰らせます。あとは、お任せします。そんなの関係ない。あと少しで勝てるってのに。そうは言っても、もう場外に出ちゃってますからね。何何？ビルスったら、ひょっとして怒ってる？あ、ビルス様、抑えて抑えて。
お仕事ご苦労だったな。ナイスファイトだったぞ。 Also jetzt hatte ich nochmal richtig Gänsehaut. Die haben die Szene doch noch eingepackt und das richtig schön stilistisch. Über diese Szene lief halt dann das Opening von Dragon Ball Super. Das war einfach grandios. Naja. Ja, es war folgendermaßen. Eigentlich hat Goku aufgegeben gegen Hit, weil Hit sich zurückhalten musste, weil Hit nun mal ein Assassin ist, also darauf spezialisiert ist, Leute zu töten. Und als Hit das erkannt hat, hat er gegen Monaka auch freiwillig aufgegeben. Aber die waren auch nichts gegen das, was jetzt in einem großen Universenturnier kommt. Ja, genau. Der Kaioshin der Zeit sagt es richtig. Oh. Ich bin sogar für den Kaioshin der Zeit. でも今回の歴史改変はどこか妙じゃなかったですか？悟空さんを不参加にして対戦相手を変え、混乱が収まりかけたら他のメンバーを乱入させて、まるで誰かが意図的に歴史を変えようとしていたような気のせいならいいのですが。 Seltsam. Aber wenn jetzt nicht noch mehr kommt an Zeitpatrouillen, dann müssen wir wohl warten, ob es Antworten in einem weiteren DLC gibt. Nein, Spots hat nichts für uns. Auch sonst ist hier niemand, der eine Zeitpatrouille für uns hat. Das bedeutet, wenn das tatsächlich merkwürdig ist und es jemand geplant hatte, dann erfahren wir das in einem potenziell dritten DLC von Xenoverse. Also bis dahin, ciao, Leute.